Und zurück zu Batman Arkham Knight. So, wir haben jetzt die erste ID jetzt schon freigeschalten. Würde ich sagen, jetzt haben wir das Batmobil, das Tor aufgemacht fürs Batmobil, würde ich sagen. Das holen wir jetzt mal. Was zum Teufel? Commissioner, wie macht er das? Er ist Batman, Jungs. Ich frage schon lange nicht mehr. Die Brücke hoch, dann vielleicht können wir da drüber jumpen. Yeah, Baby. Und rein da. Das Batmobil wird angegriffen. Ich muss dahin zurück. Ich sehe es. Jungs, Batmobile habt ihr keine Chance, Jungs. Sir, er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. Oh, komm, komm. Jawohl. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht's raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. Kannst du mal probieren. Wir rennen. Was müssen wir jetzt machen? Tür öffnen. Aber hier waren wir doch eigentlich schon drinne, glaube ich, oder? Genau, hier haben wir das. Hier haben wir das geöffnet. Das Tor praktisch fürs Batmobil. Würde ich sagen, gehen wir da hin. Oder müssen wir es mit dem Batmobil hier irgendwie rüber? Ja, yeah, Baby. Stirb! Ja, alles klar. So, 20 Meter noch. Sollen wir ihn umlegen? Könnt ihr mal probieren. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht allein navigieren. Ich muss es selbst steuern. Okay, wie komme ich hier rein mit dem Batmobil? Wie komme ich mit dem Batmobil hier rein? Nächstes Mal melde ich mich für die Hubschrauber. War klar, dass ich Wache schieben muss. Ja, fast irgendwie hier durch. Kann ich hier durchfahren durch die Leitplanke? Okay, kann ich durchfahren. Nein, kein Batmobil mehr, ist eher ein Panzer, ey. Na, reißen wir das mal ein. Komm her. Komm doch schon.
Was? Was ist hier los? Hier rein oder was? Ey, yo. Ein Glück bist du hier. Wir sind rein. Los, los, los. Verteilt euch. Oh, erster Boss oder was? Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte. Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Kannst du mal probieren. Ja, auch was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen. Ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es keine zweite Chance. Okay, ich kann jetzt nichts machen. Komm ja nicht näher! Das wirst du bereuen. Batmobile Fernsteuerung auswählen. Explosivgel, Seilwerfer, Batring, ferngesteuerter Batring, Batclaw, Rauchbombe. Haben die eigentlich schon getroffen, die anderen? Stufenaufstieg haben wir, glaube ich, vorher schon gehabt. Kampf, Bewegungsliste, Battlesuite, Verbesserung, Ausrüstungsverbesserung, Einsatz, Ausrüstungsverbesserung, Technologie. Was gibt es da alles Schönes? Sagen. Ich glaube, das kann man eh noch nicht machen, bloß da was Ausrufezeichen ist. Batsuit. Kampfpanzerung Stufe 2. Erhöhte Widerstand des Batsuit gegen Nahkampfangriffe. Wie sagen wir mal mit das? Die erste Stufe haben wir einfach schon freigeschalten, genau. Und weiter geht's. Mit denen nochmal reden hier. Okay. Oder retten. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden?
Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. So, wo müssen wir jetzt hin? Halten Sie durch. Bringen Sie zum Commissioner Gordon. Auf die Brücke, okay. Mit dem Ding hier fahren können. Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. Schauen wir, wie lang muss. Ja, alles klar. Gut, haben wir es eh schon. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Okay, 500 Meter. Wie kommen wir da am besten hin? Okay, hier ist jetzt nichts mehr. Vermisste Person. Okay, so weit können wir noch nicht. Wir sind wirklich hier drüben anscheinend. Okay. Das Bettbügel ist, da haben wir echt. Anscheinend da drüben kommt man hier irgendwie hoch. Da müsste man irgendwie hochkommen. Okay, ich glaube, da muss ich jetzt ohne das Bettmobil weiter. Kann mir irgendwo langziehen hier. Und dann mal hoch. Ja, alles klar. So, schauen wir mal, wenn wir hier lang gehen. Da drüben. Aber komme ich da mit dem Batmobil, komme ich doch da gar nicht lang, oder? Ei, oder muss ich irgendwie die Brücke hier runterlassen? Schauen wir mal, ob das geht. Ob hier irgendwo einen Schalter gibt. Ja, Baby. Noch mehr hier. Ninjas oder was? Na, kommt her. Ja, die sind schon ein bisschen besser. Bam, 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 bam. Alles klar. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht können wir jetzt die Brücke runterlassen. Kran benutzen. Lufteinheit C, sieh zu, dass die Bomben scharf und einsatzbereit sind. Die Armee darf nicht einmal in die Nähe dieser Stadt gelangen. Okay. Würde ich mal sagen, schauen wir mal zum Batmobil. Vielleicht geht es ja jetzt. Ah, da unten ist mein Batmobil. Jetzt müssten wir eigentlich hier rüberspringen können.
Alles klar. Schubdüsen. Alle verbleibenden Einheiten. Evakuierung in 10 bis 20 Minuten. Ein paar Panzer. Dann müssten wir ihn ganz gut kriegen. Alles klar. Komm her. Alles klar. Noch einer da? Nein. Die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hat keine Zeit verschwendet. Oh Gott! Er hat die Panzer zerstört! Hey, keine Sorge. Wir haben noch mehr. Aber nicht hier. Nicht im Moment. Was, wenn er hier hochkommt? Ich habe keine Angst. Lass ihn kommen. Er glaubt, er ist der Größte. Okay, was ist das jetzt? Auf Befehle. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Er schaltet uns der Reihe nach raus, genau wie die anderen. Okay, ich glaube, ich muss aus dem Batmobil raus. Ist jetzt hier nichts, wo ich noch den Winde anbringen könnte? Ich hoffe, wir erleben noch Phase 2. Ich habe keinen Schiss vor der Fledermaus. Panzer hin oder her. Ich sag dir, der wird herkommen. Niemand hat gesagt, dass Batman einen Panzer hat. Ich dachte, wir haben jede Möglichkeit erwogen. Haben Sie das im Briefing nicht gesagt? Hat ihn jemand gesehen? Wo ist er? Er wird kommen. Einfach die Augen offen. Schauen wir mal, ob wir die Geiseln jetzt finden. Das sind alle eher da unten, wie hier oben. Muss ich nochmal runterschauen. Uns irgendwie reinschleichen. Die sehen mich ja gar nicht durchs Fenster. Okay, ich glaube, hier geht es nicht weiter. Da müssen wir vielleicht oben übers Dach rein. Okay, geht's auch. Zack. Ihr habt keine Chance, Mensch. So. Können wir was hier drücken? Explosionsgel. Zünden wir das mal. Alles klar. Irgendwo konnte ich doch hier jetzt einen Haken anhängen. Einen Haken anhängen. Nein, hier ist schon zwei tote Arbeiter. Okay. Ich hätte das verhindern sollen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird.
Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Okay, aber war das jetzt alles hier? Okay, das war aber anscheinend nur der eine Arbeiter. Hier kann man auch nichts mehr machen, glaube ich, oder? Nee, schaut nicht so aus. Dann schauen wir mal gleich zu dem nächsten. Können wir da gleich den Weg finden, hoffe ich mal. Irgendwo hier unten auf jeden Fall. Das zeigt nach unten der Pfeil. So, wie kommen wir da runter? Muss übers Gebäude vielleicht. Von der anderen Seite praktisch hin muss. Schauen wir uns das gerne mal an. Ich glaube eher nicht. Okay, schauen wir mal, geht es hier vielleicht irgendwo weiter? Hier schaut aus, als wenn es hier nicht weitergehen würde. Ist aber auch nichts mehr. Türen kann man auch nicht öffnen. Ah, das muss irgendwo da unten sein. Okay, schauen wir mal mit Batmobile, wie wir es machen können. Anzeigen tut es mir jetzt hier nichts. Oh, wo geht's denn jetzt hier weiter, Jungs? Hier vielleicht in den Ding rein. Vielleicht ist es eine ganz leichte Lösung. Aber warum ist... Da muss ja irgendwas oben noch drin sein, oder? Habe ich hier irgendwas übersehen? Irgendwie was zum Anschalten? Schaut nicht so aus. Mal auf die Karte.
muss doch noch irgendwo was geben. Das gibt's ja gar nicht. Da mal hoch, vielleicht kann man irgendwo was einschalten. Aber hier scheint nichts zu sein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich schaue dabei noch ein bisschen rum. Und wenn ich es jetzt gefunden habe, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid oder dann nehme ich halt weiter auf. Aber bevor ich hier noch ewig jetzt rumrenne, dann würde ich sagen, schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Andi.